Hallo, ich bin Charlie von Minitopia und ich zeige euch heute, wie ihr Saatgut von Borretsch nehmen könnt. Und zwar ist das hier mein Borretsch. Ihr seht, es gibt unterschiedlich gefärbte Blüten. Das liegt daran, weil die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden. Am Anfang sind die eher so rosa und werden dann lila und dann werden sie knallblau. Und das Saatgut, das nimmt man natürlich von den verblühten Teilen. Also da, wo sich dann schon Samen ausbilden, wenn die Pflanze quasi schon fertig ist mit ihrer Schicht für dieses Jahr. Das sind in dem Fall zum Beispiel hier die. Ich tupfe das mal ab. Das zeige ich euch gleich. Und zwar kann man bei diesen abgestorbenen Blütenteilen schon ganz gut sehen, ob da sich überhaupt Samen drin befindet. Manchmal fressen den nämlich auch einfach die Vögel schon raus, weil die mögen das auch gerne. Das sind nämlich so ganz dicke Knubbel beim Borretsch. Das könnt ihr zum Beispiel hier sehen. Das, was ein bisschen aussieht wie ein Mäusekühl, das sind Borretsch-Samen. Da sind gleich drei Samen drin. Dann friemelt man das einfach raus. Zack, zack. Die sind auch schon ziemlich gut durchgetrocknet. Da. Das sind die Samen, aus denen im nächsten Jahr hoffentlich euer neuer Borretsch wächst. Borretsch wird auch Gurkenkraut genannt, weil er einen Geschmack hat, der der Gurke nicht unähnlich ist. Man kann vom Borretsch sowohl die Blüten essen, was natürlich im Salat super fetzig aussieht, als auch einfach die Blätter. Von daher sieht Borretsch nicht nur schön aus und lockt Bienen und Hummeln in euren Garten, sondern ihr könnt ihn auch noch essen. Die Samen empfehle ich euch trocken und dunkel aufzubewahren und dann im nächsten Jahr auszusäen. Ich nehme für mein Saatgut sehr gerne Salzstreuer, weil da eventuelle Feuchtigkeit noch entfleuchen kann. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Ach so, es ist natürlich super schön, wenn ihr uns einen Daumen hoch da lasst und den Kanal abonniert und mit euren Freunden teilt. Tschüss!